Deutschland, bedenke immer, von den 4 Besatzermächten war es nur Russland, der dir deine Freiheit wiedergegeben hat. Bis heute haben die Amerikaner immer noch über 100 Airbase in Deutschland sowie Atomwaffen stationiert. Russland hat nach der Wiedervereinigung sein komplettes Militär aus Deutschland abgezogen. Deutschland ist die Finanzmaschine der Amerikaner und es wird derzeit ein Nazi-Regime in der Ukraine über den Rücken Deutschlands von den Amerikanern unterstützt. Außerdem war es Russland, die zweimal Amerika aufgefordert haben, Deutschland ihre volle Souveränität wiederzugeben. Einmal 1952 sowie 2012 von Putin mit dem Friedensvertrag. Dieser Friedensvertrag wurde, hört euch das gut an, von den Amerikanern und von den Briten abgelehnt. Ja genau, von den lieben Amerikanern und den lieben Briten. Und der böse Russe wird sanktioniert. Das kann doch nicht wahr sein, oder Leute? Wer bis jetzt nicht kapiert hat, was da los ist und immer noch sagt, Putin ist der Aggressor bzw. führt einen Angriffskrieg, der kann einfach nicht alle Tassen im Schrank haben. Sorry, dass ich das so sagen muss.